Bevor ich etwas über den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik erzähle, mache ich noch eine Bemerkung zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik, den ich ja in meinem letzten Video vorgestellt hatte. Nun, der erste Hauptsatz ist eigentlich die Formulierung der Energieerhaltung und diese Formulierung ist gefunden worden von Mayr-Chulm-Helmholtz. Etwa in der Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Wenn man den Titel des berühmten Buches von Helmholtz über die Erhaltung der Kraft liest, dann muss man begreifen oder eben erkennen, dass damals der Begriff Kraft gebraucht worden ist für das, was wir heute als Energieumsatz bezeichnen. Also nicht eigentlich die Energie per se, sondern eigentlich die umgesetzte Energie oder vielleicht im zeitabhängigen Fall die Prozessleistung. Nun, der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist eigentlich eine Energiebilanz. Und so würde ich es auch heute beschreiben. Also ich würde auf den Begriff ersten Hauptsatz generell verzichten und sagen, das ist eine Energiebilanz. Traditionellerweise wird die Energiebilanz so geschrieben, nämlich wenn man eine beliebig kleine Menge austauscht und eine beliebig kleine Menge, also eine beliebig kleine Menge Wärme austauscht und eine beliebig kleine Menge Arbeit austauscht, dann ändert sich die Energie eines Systems um die Summe von diesen beiden Mengen. Hier schreibt man ein totales Differential, weil die innere Energie traditionellerweise bezeichnet mit U nur von den Zuständen abhängt, also Druck, Temperatur und so weiter. Hingegen, wogegen die Wärme und die Arbeit nicht vom Zustand abhängen, das sind Größen, die man eigentlich mehr oder weniger willkürlich zu- oder abführen kann. Deshalb hier dieses kleine Delta statt eines differenziellen Ds. Nun, also eigentlich ist es eine Energiebilanz, hier Wärme plus Arbeit gleich Änderung der inneren Energie. Was ein bisschen stört, sind diese vielen Buchstaben. Die Energie selber wird dann noch mit E bezeichnet. In der Systemphysik machen wir das so, dass wir überall den gleichen Buchstaben verwenden für eine Größe. Also jetzt hier für die Energie verwenden wir ein W. Wir hätten auch ein E nehmen können. Der Entscheid war mehr oder weniger zufällig. Das heißt, es gab schon eine Begründung. Wir wollten die Verwechslung mit der Feldstärke ausschließen. Die hat ja auch das Formelzeichen E, die elektrische. Nun, wir schreiben also überall ein W und dann schreiben wir diese Bilanz eben als Bilanz in der Zeit und damit erhalten wir die Summe über den thermischen Energiestrom plus den mechanischen Energiestrom, das gibt die Änderungsrate des Energieinhaltes. Für Stromstärke schreiben wir immer ein I und eben der Index W sagt Energie und der Zusatz thermisch TH sagt dann thermisch oder hier mechanisch. Man könnte auch hydraulisch schreiben oder und so weiter. Nun, diese Formulierung hier ist natürlich von den Buchstaben her konsequenter und sie ist eben so formuliert, dass man sie direkt in ein Modell einbringen kann, was ja eigentlich ein wesentlicher Teil der Systemphysik ist, nämlich das Modellieren, das Modellieren dynamischer Systeme. Nun, man soll sich mal diesen Titel von Helmholtz genau merken, denn eben er hat den Begriff Kraft verwendet anstelle des heutigen Wortes Energie. Das Wort Kraft finden wir ja immer noch im Kraftstoff, im Kraftfutter oder eben im Kraftwerk. Nun, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Der ist dann von ganz anderer Aussagekraft. Wenn man nämlich den zweiten Hauptsatz liest in der Aussage von Clausius, eben
wenige Jahre nach der Formulierung des ersten Hauptsatzes, also der Erkenntnis, dass Wärme und Arbeit Energieformen sind. Wenn man das liest, dann sieht man, es gibt keine Zustandsänderung mit dem einzigen, und das Wort einzig ist hier wichtig, mit dem einzigen Ergebnis, dass Wärme von einem kalten zu einem warmen Körper übertragen wird. Also man kann nicht, sagen Sie mal plastisch, das Haus heizen, indem man die Wärme dem Garten entzieht und dann ins Haus hinein befördert, ohne dass sich irgendetwas anders ändert, also ohne dass man zum Beispiel eine Wärmepumpe hat. Man soll sich jetzt merken, dass hier das Wort Wärme, also hier wird mit dem Wort Wärme die Energie bezeichnet. Also das bezieht sich jetzt schon auf den ersten Hauptsatz. Nun, die Formulierung von Lord Kelvin oder eben William Thomson ist ähnlich, ein bisschen anders gehalten. Man kann dann zeigen, dass die beiden Aussagen äquivalent sind. Es gibt keine Zustandsänderung, also auch hier wieder der Begriff Zustandsänderung, dessen einziges Ergebnis ist, dass man einen Körper abkühlt und dann ein Gewicht hebt damit. Oder anders gesagt, oder ein anderes Beispiel, man könnte sich ein Schiff vorstellen, das die Wärmeenergie dem See entzieht und damit den eigenen Antrieb realisiert. Das wäre dann im Sinne von Lord Kelvin unmöglich. Dann, also der erste Hauptsatz ist eine Energiebilanz, da kann man darauf verzichten, auf das Wort Hauptsatz, und man könnte heute einfach sagen, das ist die Energiebilanz, fertig, und man kann sie auch so schreiben, dass man sagt, die Summe über alle Energieströme gleich der Energieänderungsrate, so wie man eine Bilanz eben halt formuliert. Der zweite Hauptsatz, der macht ja etwas Qualitatives. Der zweite Hauptsatz sagt ja, ja, Wärme und Arbeit sind ja gleichwertig, sagt der erste Hauptsatz, aber wir sagen jetzt, es ist doch nicht ganz gleichwertig, man kann Wärme nicht vollständig in Arbeit umwandeln, ohne dass man etwas anderes dafür tut, oder man kann nicht Wärme von tiefer Temperatur auf hohes Temperaturniveau befördern, ohne dass man etwas anderes gleichzeitig noch macht. Und diese Formulierung, mit der kann man natürlich dann durch einen theoretischen Apparat hindurchgehen und dann zeigen, dass es eine Entropie gibt als weitere Zustandsgröße und so weiter, und dass dann die Temperatur halt das zugehörige Potenzial ist. Aber dieser Weg ist didaktisch nicht machbar. Das geht es jetzt. Und deshalb gehe ich ein Vierteljahrhundert zurück und zeige mal, was Sadi Carnot schon 1824 im Zusammenhang mit den Dampfmaschinen geschrieben hat. Er hat also hier ziemlich ausführlich über das Problem der Dampfmaschinen geschrieben, dass das eigentlich ein großer Fortschritt ist und dass man sie noch verbessern sollte, und hat dann ja eben mit Hilfe des Carnot-Prozesses, so wie wir heute sagen, gezeigt war, wie man sich diesen Wärmeübertrag und die teilweise Umwandlung in Arbeit vorstellen muss. Was interessant ist, es kommt ziemlich am Anfang seiner Abhandlung über die Betrachtung, über die bewegende Kraft des Feuers vor. Was er hier sagt, ist eigentlich, das ist richtig visionär, und es ist leider im 19. Jahrhundert ein bisschen schief gelaufen mit der Thermodynamik, sonst würden wir diese nämlich heute ganz anders unterrichten. Davon bin ich überzeugt. Also nach dem, was er schon gesagt hat, kann man angemessen behaupten, dass die bewegende Kraft, und hier muss man sich genau bewusst sein, also mit bewegenden Kraft meint er in etwa dasselbe wie Helmholtz, nämlich das, was wir heute als Energie bezeichnen. Man kann also die bewegende Kraft der Wärme und des Wassers vergleichen. Also Carnot meint hier ganz sicher mit Wärme nicht die bewegende Kraft, wie das der erste Hauptsatz macht, sondern er meint mit Wärme, also
Chaleur oder Calorique hat er im Originaltext geschrieben. Mit Wärme meint er also etwas anderes als Energie, aber etwas Vergleichbares mit dem Wasser oder vielleicht etwas präziser mit der schweren Masse des Wassers. Also beide, sowohl die Wärme als auch das Wasser, haben eine maximal mögliche bewegende Kraft. Das ist mal seine Behauptung oder sein Postulat. Also es gibt eine obere Grenze für die Wärme und das Wasser, wie viel bewegende Kraft sie quasi produzieren können. Nun, die bewegende Kraft des fallenden Wassers hängt ja von der Höhe ab und von der Menge der Flüssigkeit, dass wir können sagen, es kommt darauf an, wie viel Wasser runterfällt und wie hoch. Und die bewegende Kraft der Wärme hängt ebenfalls von der Menge des Wärmestoffs, also hier sagt er nicht mehr Wärme, sondern das wird hier übersetzt mit Wärmestoff, und von seiner Fallhöhe. Und beim Wasser sagt er dann, dass die Fallhöhe natürlich streng proportional ist zum Energieumsatz. Hingegen bei der Wärme ist nicht ganz sicher, dass der Temperaturunterschied wirklich exakt proportional ist zum Umsatz von Energie. Nun, man macht das heute umgekehrt, man definiert eben die Temperaturskala so, dass diese Forderung erfüllt ist, dass nämlich gleich viel Wärme bei gleicher Fallhöhe gleich viel Energie umsetzen. Und wenn man das liest und wenn man die Thermodynamik verstanden hat, dann geht ein kalter Schauer über den Rücken runter. Dann sieht man, da war ein Visionär am Schreiben. Der hat wirklich gesehen, was der Kern der Thermodynamik ist. Und die ganze Entwicklung mit Joule Mayer und Helmholtz ging dann ein bisschen in die falsche Richtung, weil man hat dann nach einer Erhaltungsgröße gesucht und kam dann eben auf die Energie. Und was natürlich Gano noch nicht so genau gesehen hat, ist eben, dass die Wärme zunehmen kann, also der Wärmestoff kann sich vermehren, das hat er zwar schon etwa geschrieben, aber was er weniger gesehen hat, dass die bewegende Kraft eben erhalten bleibt als Ganzes. Man war damals der Meinung, dass die bewegende Kraft eben quasi vernichtet werden kann. Also wenn das Wasser einfach über einen Wasserfall runterfällt und es bleibt keine Mühle und keine Turbine und nichts, dann geht die bewegende Kraft verloren. Also die Energieerhaltung war schon noch nicht formuliert, aber das Bild, dass die Wärme vergleichbar ist mit Wasser, mit dem fallenden Wasser in einem Fluss, das ist schlichtweg genial. Und das sollten wir unbedingt wieder in den Unterricht einbauen, denn damit können wir die Thermodynamik plausibler vermitteln und lernbar machen. Ich zeige das im Folgenden. Also ich nehme hier den Rheinfall, da geht also Wasser über den Rheinfall hinunter. Also im Moment sind es noch nicht mal 300 Kubikmeter pro Sekunde, also 300.000 Kilogramm pro Sekunde. Wir haben ja ein ziemlich trockenes Jahr, allerdings das erste Halbjahr. Und wir können dann sagen, diesem Wasser hier, dieser Masse, diesem Massenstrom von 300.000 Kilo pro Sekunde, können wir einen Energiestrom zuordnen, indem wir sagen, Potenzial mal Massenstrom gibt Energiestrom. Wir können auch den Prozess hier rechnen und sagen, die Potentialdifferenz mal den Massenstrom, das ist die Energie, die hier pro Zeit im Rheinfall umgesetzt wird. Da könnte man ein Kraftwerk hinstellen und Energie produzieren. Übrigens gibt es hier auf der Seite ein kleines Kraftwerk, das produziert etwa 5 Megawatt Leistung. Nun, formelmäßig ist der zugeordnete Energiestrom, wie schon gesagt,
das Potenzial mal den Massenstrom stärken, wobei das Potenzial ist G mal H. Und vernünftigerweise bezieht man das H auf Meereshöhe. Die Prozessleistung ist dann einfach der Unterschied zwischen von diesem Energiestrom zu diesem Energiestrom. Und dann gibt es eben ein Delta-Potenzial, also eine Potentialdifferenz. Und dann hat man also G mal Delta H mal die Massenstromstärke, das gibt dann die Prozessleistung. Und das hier ist die bewegende Kraft pro Zeit. Das ist eben die Prozessleistung. Nun, genau dieses Bild können wir jetzt auf die Thermodynamik übertragen, indem wir die Vorstellung von Satti-Carnot nehmen. Ich habe hier ein Schema für eine Wärmekraftmaschine, also wir müssen gar nicht schauen, was hier drin ist, sondern es könnte eben ein Stirling-Motor sein oder irgendein anderer Antrieb, thermodynamische Wärmekraftmaschine, wobei wir hier einen Wärmetauscher haben oder hier einen Wärmetauscher haben. Dann können wir sagen, wenn das eine ideale Maschine ist, dass hier ein Wärmestrom reingeht und jetzt nennen wir die Wärme halt Entropie. Da geht also ein Entropiestrom rein, fällt dann im Sinne von Carnot thermisch hinunter und geht dann hier als Abwärme raus. Also da geht die Wärme auf hohem thermischem Niveau rein und hier auf hohem thermischem Niveau raus. Und die Energie, die wird dann einfach als Bilanzgröße mitgeführt. Und weil unten das Niveau tiefer ist als oben, geht eben unten weniger Energie raus, als oben reingeht. Und den Unterschied, das ist die Prozessleistung, das hier können wir verwenden von einer Wärmekraftmaschine. Das ist dann der Carnot-Wirkungsgrad, wenn wir so eine Maschine hätten. Wir können das genau analog zum Wasser sagen, der thermische Energiestrom ist an jeder Schnittfläche immer gleich Temperatur der Fläche mal durchfließende Entropiestromstärke. Und die Prozessleistung ist dann zwischen zwei Schnittflächen, eben zum Beispiel Eingang, Ausgang bei einer Wärmekraftmaschine mit zwei Wärmetauschern, nämlich die Temperaturdifferenz mal die Entropiestromstärke. Kann man sich auch umkehren und sagen, das wäre dann eben die Formulierung von Clausius, wenn man Wärme hochpumpen will, vom tiefen Niveau, also zum Beispiel aus dem Erdreich in die Wohnung hinein, dann hat man eine Wärmepumpe. Und dann gilt diese Formel hier immer noch an beiden Schnittflächen und das führt dazu, dass die Prozessleistung jetzt zugeführt werden muss, nämlich Temperaturdifferenz zwischen Ausgang und Eingang mal durchfließende oder zu pumpende Entropiestromstärke. Das ist die Prozessleistung, die man aufwenden muss. Man kann jetzt natürlich diese Prozessleistung hier verbinden. Das ist hier mit diesen Steckern angedeutet. Dann kann man sagen, man könnte ja heizen, indem man mit einer Wärmekraftkopplung zum Beispiel einem Gasmotor Abwärme erzeugt. Dann heizt man hier auf der Temperatur T2 und dann mit der freigesetzten Prozessleistung treibt man noch eine Wärmepumpe an. Dann wäre also dieses T2 gleich diesem T2 und das T1 wäre dann die tiefste Temperatur und dieses T1 die höchste Temperatur. Dann könnte man mit relativ wenig Heizgas könnte man mit der Abwärme heizen und hier noch eine Wärmepumpe betreiben und hätte dann eine optimale Heizung. Nun, das, ich meine, man muss sich das Bild ja nur überlegen und die Formeln sind ja sehr simpel und das ist eigentlich die Aussage des zweiten Hauptsatzes. Der zweite Hauptsatz sagt, nicht die Wärmeenergie ist das Wesentliche, das ist nämlich nur die Buchhaltungsgröße, sondern es gibt eine weitere Größe und das ist die
Entropie, die eigentliche Wärmemenge, die ja schon Carnot entdeckt hat. Und diese Wärmemenge ist vergleichbar mit dem Wasser, das man hinaufpumpen kann und dazu Energie braucht, oder das herunterfallen kann und dabei Energie freisetzt. Nun, dieses Bild, dieser Vergleich, der hat jetzt einen wesentlichen Mangel und den muss man natürlich auch erkennen. Und das hat dazu geführt, dass man dieses Bild eigentlich dann erst im 20. Jahrhundert wieder gefunden hat. Wenn man nämlich die Wärmeleitung hat, also das, was man hat, wenn man gar nichts macht, keine Maschine hinstellt und nichts, wenn man also Wärmeleitung hat, dann bleibt ja der Energiestrom erhalten. Dann geht die Energie, zum Beispiel beim Kupferstab, der umhüllend isoliert ist, geht an einem Ort die Energie, die Wärmeenergie rein und am anderen Ort kommt gleich viel Wärmeenergie auf tiefere Temperatur raus. Nun, wie muss man das jetzt beschreiben? Das ist eben der komplizierte Prozess und nicht die Wärmepumpe. Da fließt also ein Entropiestrom rein, fällt runter und fließt wieder raus. Und dann hat man ja die Prozessleistung, nämlich Gefälle mal Stromstärke. Das ist diese Prozessleistung. Aber weil ja da keine Wärmekraftmaschine vorhanden ist, wird zusätzlich Entropie erzeugt. Und die Formel ist die Produktionsrate, also wie viel Entropie pro Sekunde, das ist die dissipierte Leistung. Dissipiert heißt eben, die Energie geht verloren quasi, es wird Entropie erzeugt. Das heißt, diese Prozessleistung dividiert durch die Temperatur des Ausgangs. Und wenn man diese Produktionsrate zum Eingangsstrom dazu zählt, dann bekommt man am Ausgang genau so einen starken Entropiestrom, dass dieser multipliziert mit der Temperatur dann wieder die gleiche Energiestromstärke ergibt wie am Eingang. Und das ist der große Unterschied zwischen Wasserfall und Wärmeleitung. Beim Wasserfall setzt das Wasser Energie frei, also bewegende Kraft im Sinne von Helmholtz. Diese Energie wird aber nicht genutzt, deshalb wird Entropie produziert. Und diese Entropie, die sorgt dafür, dass das Wasser ein bisschen wärmer wird. Weil natürlich gleichzeitig bei einem Wasserfall noch Wasser verdunstet, könnte es sein, dass das Wasser unten sogar kälter ist. Und wenn man das vernachlässigt, kann man sagen, beim Wasserfall wird Entropie produziert und deshalb ist das Wasser unten ein bisschen wärmer als oben. Bei der Wärmeleitung oder beim Entropie Fall. Da wird eben auch Entropie erzeugt und weil eben Entropie durchfließt und Entropie erzeugt wird, kommt unten einfach mehr Entropie raus, mit dem Ergebnis, dass die Energie erhalten bleibt. Aber dieses Phänomen hat eben dazu geführt, dass man am Schluss quasi die Energie als Königin der Thermodynamik gesehen hat. Und heute wissen wir natürlich, dass die Entropie die Führungsgröße ist in der Thermodynamik. Ich behaupte, dieses Bild kann man sehr wohl an einem Gymnasium vermitteln. Man kann sogar erste Begriffe schon in der Sekundarschule vermitteln. Und erst wenn uns das gelingt, wird es uns auch gelingen, die Energiediskussion auf eine vernünftige Basis zu stellen. Denn solange wir nur über die Buchhaltungsgröße reden in der ganzen Thermodynamik, beim Heizproblem und beim Isolationsproblem von Häusern, solange reden wir eigentlich am Kernproblem vorbei.